Kinder so traurig, Fräulein Constanze? An so einem schönen Abend? Wie kannst du fragen? Du kennst doch meinen Kummer. Wieder ein Tag vorbei und immer noch keine Nachricht, keine Hoffnung. Und morgen... Ach Gott, ich darf gar nicht daran denken. Fassen Sie Mut, das Leben geht weiter. Hören Sie die Vögel? Sie laden uns zu ihrem Gesang ein. Heitern Sie sich wenigstens ein bisschen auf. Verbannen Sie die schlechte Laune. Wie glücklich bist du, Mädchen, bei deinem Schicksal so gelassen zu bleiben. Wenn ich das auch könnte. Das hängt nur von Ihnen ab. Hoffen Sie. Wo es nicht den geringsten Hoffnungsschimmer gibt. Hören Sie, ich gebe nie auf, solange ich lebe. Es mag eine Sache auch noch so schlimm aussehen. Wer immer noch Schlimmeres erwartet, ist am schlimmsten dran. Und für diejenigen, die sich immer nur mit Hoffnung schmeicheln und dann alle Illusionen beraubt sehen, bleibt am Ende nur Verzweiflung übrig. Jeder hat seine eigene Sicht der Dinge. Aber meinen Sie, wir wären die ersten Frauen, die den türkischen Vielfraßen entkämen? Wie bald könnt ihr Belmont mit Lösegeld erscheinen oder uns mit einer List entführen? Du lieber Himmel, dort sehe ich den Wasser. Lass uns ihm aus den Augen gehen. Zu spät, er hat sie schon gesehen. Ich mache mich lieber davon. Er würde mich sowieso wegschicken. Courage, Fräulein. Wir kommen bestimmt bald in unsere Heimat. Nun, Constanze, denkst du über mein Begehren nach? Der Tag ist bald verstrichen. Morgen musst du mich lieben, sonst... Muss? Welch albernes Begehren. Als ob man die Liebe befehlen könnte, wie eine Tracht Prügel. Freilich, so wie ihr Türken an die Sache herangeht, ist die Liebe wirklich nur auf Befehl möglich. Oh. Ihr kerkert die Gegenstände eurer Begierden ein und seid schon zufrieden, eure Lüste zu befriedigen. Constanze, glaubst du denn wirklich, unsere Weiber wären weniger glücklich als ihr in euren Ländern? Sie kennen ja nichts Besseres. So gibt es wohl nicht die geringste Hoffnung, dass du je anders denken wirst. Herr, ich muss dir ehrlich gestehen, was soll ich dich noch länger hinhalten? Was soll ich mich noch länger mit der leeren Hoffnung täuschen, dass du dich durch mein Bitten erweichen ließest? Ich werde stets so denken wie jetzt. Ja. Ich werde dich verehren, dich bewundern, ja. Aber lieben? Nie. Und du zitterst nicht vor der Gewalt, die ich über dich habe? Nein, nicht im Geringsten. Sterben ist alles, was ich zu erwarten habe. Je eher das geschieht, desto lieber ist es mir. Elende! Nein, sterben wirst du nicht. Aber Martern aller Arten wirst du durchstehen. Du erschreckst mich nicht.